Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Und mit diesen einsprechenden Worten möchte ich euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Rise of the Tomb Raider mit mir, dem Jens, von den Netzwerk Gaming Pros auf dem Kanal. Der Premium-Let's Player für euch. Und wir haben einen weiteren Fertigkeitspunkt, wo wir noch gar nicht so genau wissen. Ach, wir machen das mal. Das hätte eben ganz gut gebraucht. Hätten wir eben in der letzten Folge ganz gut brauchen können. Wir haben hier halbautomatische Pistole. Haben wir noch gar nicht alle Teile. Und wir haben hier Upgrades für den Revolver. Ach du Heilige, so ein altes Ding da. Polierter Lauf, Mündungsbremse. Lieber doch hier für den Bogen. Das ist doch viel interessanter. Sehnenknochen, damit wir mehr eine höhere Schussfrequenz haben. Was können da noch? Die gewachsene Sehne kann der noch. Okay, ja, also wir machen ja Sehnennocken ist, glaube ich, ganz gut. Pistole können wir jetzt nichts mehr machen. Da haben wir gerade alles ausgegeben für. Ja, also ich denke, ja, mein Gott. So ein alter Revolver, das ist ja doof. Achso, hier gibt es ja dann auch wieder vier verschiedene Bögen. Da kommt dann hier hinten wahrscheinlich wieder dieser Compound-Bogen da mit diesen Umlenkrollen und so. Naja, mal schauen, was das noch, was soll man denn hier noch bekommen? Nur diese Steigbügel. Ja, wir sind immer noch hier den blauen Handy-Shirt unterwegs und sind jetzt eigentlich schon wieder fertig. Munition. Lautlose Pfeile können wir herstellen. Ein paar Giftpfeile können wir herstellen. Ja. Weiß nicht, ob wir lautlose Pfeile. Das bringt ja eigentlich nichts, so lautlose Pfeile herzustellen. Da fehlt uns spezielles Tierfell. Da auch. Ne? Das spezielles Tierfell. Können wir alles nicht herstellen. Okay, wir machen weiter. Die Folge hat gerade angefangen und wir sind nur im Menü unterwegs. Das wollen wir natürlich nicht. Aber die Regionsübersicht sagt uns immer noch, dass wir noch viel zu viel noch nicht gesehen haben. Erstmal ein paar Hasen jagen. Hasen jagen ist immer gut. Denn wir brauchen ja diese Felle. Wie wir eben gerade erst im Menü gesehen haben, sind diese Felle unglaublich wichtig. Die Bären sind auch wichtig, damit wir uns heilen können. Ja, dann ab nach oben. Ins neueste Abenteuer. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, mit dem Helikopter zum Beispiel, das wäre doch eine ganz großartige Idee. Oder dahin, wo die blauen Lichter leuchten. Ne? Sieht man ja schön. Gibt's da unten noch irgendwas vielleicht? Ja, bevor wir jetzt hier hochspringen, können wir erstmal runtergehen. Gucken, ob es hier noch was gibt. Dass wir jetzt hier alles übersehen. Ah, die Brücke ist so wie. Ach, aha, da ist doch was. Jawohl. Hat sich mal gelohnt. Ein Blick hinter die Kulissen schmeißen. Hat sich doch gelohnt. So, zwei, drei Sachen einfach mal mitzunehmen. Oh, Moment, da ist eine. Oh, Karte. Eine Karte, ey, Leute. Wow. Ich bin gerade völlig begeistert von meiner hier Kenntnis über alles. Was ist hier? Ach, das sind Seilrutschen. Was ist das denn? Wandgemälde. Oh, haben wir voll verblickt, das Wandgemälde. Jetzt überlege ich gerade, das Wandgemälde, ne? Ja, das würde... Ach nee, das ist doch, wo wir die Treppe hoch waren. Aber da waren unsere Sprachkenntnisse noch nicht gut genug. Ja, okay, hier gibt es Tiere, jede Menge Tiere. Da müssen wir hin. Naja gut, also so viel hat uns das jetzt auch nicht gebracht. Dokumente und Wandgemälde, ja toll. Ach, wurde das jetzt vielleicht erst aktualisiert? Nö. Wir sind einfach viel zu gut. Wir haben schon alle Dokumente eingesammelt und Wandgemälde gibt es nur eins. Das kannten wir schon. So, Abfahrt nach unten, ab ins Tal erstmal und dann geht es weiter. Oh, ich sehe schon wieder ganz viele Klettermöglichkeiten. Mission, einen Verbündeten zu helfen, bringt ihr nützliche Belohnung ein. Ich bin auch kein Feind. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann.
Kommunikationsausfall. Missionsbelohnung Dietrich. Aha. Diese Mission annehmen. Ja, nehmen wir natürlich an. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Anzeige für optionale Missionen. Der Überlebensinstinkt kann Orte und Objekte markieren, die für den Abschluss von Missionen entscheidend sind. Das ist aber gut zu wissen. Ah, hier haben wir auch wieder ein Basislager. Das heißt, wir können ab hier dann wieder reisen. Müssen wir das noch aktivieren? Ja. Oh, wir haben Klack, Zack und... Ich bin der Meinung, dass ich schießen lernen sollte. Er wollte es mir heute beibringen. Es war völlig aussichtslos. Ich habe immer gesagt, im Einsatz braucht man einen starken Stock und gute Stiefel. Ich sagte, ich sei ein Mann der Worte, nicht der Waffen. Er lachte und sagte, er hoffe, dass ich die richtigen Worte für einen angreifenden Bison finden würde. Ich sagte ihm... Oh nein, jetzt habe ich es auch gebrochen. Das hätte ich noch gerne zu Ende gehört. Naja, passiert. Was hat sie? Dietrich, ach ja, da ist er. Wir hatten nämlich vorhin in der letzten Folge hatten wir ja das Ding mit den mit diesem Typen, den sie da gefoltert haben. Da war ja noch eine Tür gewesen, wo wir dann hätten mit dem Dietrich aufmachen können. Deswegen ist es nicht verkehrt. Dieser Dietrich wäre auf jeden Fall eine interessante Sache. Hier noch was? Zack, eifriger Lerner. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Na, ich denke mal, das wird nicht so gut geklappt haben, aber gut. Russisch plus immer noch eins. Ich glaube, wir brauchen zwei, um dieses andere Wandgemälde zu... Haben Sie es geschafft? Sind die Sender zerstört? Nein, noch nicht. Wir sind ich dabei. Ich habe noch nicht alle gefunden, aber bald. Oh, das ist ja einige. Warum sind wir jetzt hier im Fight-Modus? Naja, egal. Wir holen uns erstmal ein paar Bäumstämme, damit wir weiter Pfeile machen können. Pfeile sind wichtig, Pfeile sind gut. So, wo haben wir denn da so? Da oben haben wir so einen Repeater. Okay, so gehen die auf jeden Fall nicht kaputt. Erledigen Sie in heutigen Sicherung Ressourcenzeitstellung von Ausrüstung und Outfit zu erhalten. Optional finden Sie nahegelegenen Eingang. Herausforderungsgrab. Da ist so ein Grab, okay. Also wir müssen auf jeden Fall als allererstes mal diese ganzen Repeater kaputt machen. Dann müssen wir das Grab machen, dann müssen wir hier noch unglaublich... Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. Da hinten sind Wölfe. Zack. Jetzt kommen natürlich... Ich hab nur irgendwie ein bisschen jetzt keinen Bock darauf, dass jetzt hier Trinity ankommt mit 5000 Leuten. Und will mich hier kaputt machen. Also hier soll noch ein Grab sein, ne? Ist ja auch geil. Da hinten waren Wölfe. Mein Gott, hier gibt's so viel zu tun. Wir haben so viel zu tun. Nein. Ja, lauf doch weg, Junge. Batsch. Kenn ich nix. Ne, der lebt ja noch. Jawoll. Boom, hat's gemacht. Wolfsfell. Ne, nur normales. Schade. Ich hatte gedacht, es gibt irgendwie Spezialfell. Aber das wäre jetzt auch zu krass, wenn wir Spezialfell bekommen, dann davon direkt irgendwie so 1000 Stück haben oder so. Aber, ey, okay. Fell ist Fell. Wir brauchen Fell auf jeden Fall für die weiteren Herstellungen. Und unsere Pfeile haben wir auch wieder zurückbekommen, was natürlich sehr praktisch ist. Da hinten sind weitere... Ja, das Ding ist jetzt... Wo geht's denn da hoch? Warum sollte man jetzt da hochklettern? Das verstehe ich nicht so ganz. Da oben ist auf jeden Fall ein Nest. Das wir so nicht runterholen können. Das ist ja voll der Unsinn. Naja, gut. Wir machen jetzt erstmal die Kommunikationsrepeater, damit wir den Dietrich bekommen, damit wir die Kiste aufmachen können und uns unter Umständen nochmal rausporten können. So, gab's da nicht noch einen? Okay, dann machen wir vielleicht erst das optionale Grab. Hm? Was haltet ihr davon? Optionales Grab wäre auch eine Idee, oder? Moment, erstmal eins runter, dann eins rüber, dann hoch, dann haben wir hier erstmal eine Kiste. So, dann können wir da rüber springen. Hat sogar geklappt, verdammte Axt. Ich bin begeistert.
Oh, hoch nochmal. Nein, hoch. Jetzt hängt die Maus. Die Kamera hängt. Na, verdammt, dann halt so. Mein Gott. Was haben wir hier noch? Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Was ist das denn hier alles? Die wollen mich doch alle verarschen. Das ist eine Leiter. Da können wir weiter hochkommen, okay. Hier hinten ist noch was. Oh, es ist auf jeden Fall alles ein bisschen offener als im ersten Teil. Das muss man einfach so sagen, ja. Ein Familienfoto. Russland, späte 1950er Jahre. Vielleicht war einer von ihnen hier gefangen. So, jetzt müssen wir hier wieder irgendwas entdecken. Aber... Hier steht etwas geschrieben. Erinnere dich. Ah, erinnere dich, okay. Ja, klar, das ergibt Sinn. So, und jetzt, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich erzähle. Was habe ich denn schon wieder erzählt? Jens, ich erzähle hier, du erzählst viel zu viel Unsinn, Kollege. Auf jeden Fall ist es wesentlich offener als der erste Teil. Das muss man einfach mal so sagen. Dritte Pistolenteil. Nee, Compoundbogen. Ja, okay, das ist natürlich auch krass. Gut, dass wir mal hier hochgegangen sind. Wir müssen uns auf jeden Fall genau umgucken. Das ist sehr wichtig, wie wir jetzt gerade eben gesehen haben. Müssen mehr Informationen aus den Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Oh. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Tja, naja, gut, das ist ja... Okay, also hier sind wir auf jeden Fall durch. Mit dem Haus selber, aber irgendwo muss ja noch dieses geheime Grab sein, ne? Ist ja auch noch eine ganz interessante Nummer. Und wir haben noch diese ganzen Sender, die wir machen müssen. Ach, wir haben so viel zu tun, das ist der Hammer. Wir laufen erstmal weiter nach da oben. Vielleicht kommen wir dann irgendwie zu einem anderen Punkt. Da oben geht es auf jeden Fall mit der Hauptstory weiter. Fällt mir gerade auf. Da hinten geht es mit der Hauptstory weiter. Ui. Okay. Zack. Ist wieder zwei Stück erlegt. Ja, das ist halt wichtig. Dadurch machen wir auch nahegelegenen Eingang. Auch so ein neues Herausforderungsgrab. Ah, da ist der Eingang. Okay, alles klar. Dadurch machen wir natürlich auch EP und EP sind natürlich wichtig, damit wir hier die ganzen Skills bekommen und so. Da geht's dann weiter. Alter, was ist denn hier los eigentlich? Da oben ist noch so ein... Ja, gehen wir doch erstmal da hoch zu dem, zu diesem Remote-Control-Funk-Gedäns-Düngsteil da. Und, oh krass, Basislager haben wir auch noch hier. Batsch, wie es abgeht, ey, Junge, ist ja Mörder. Ist auch geil, wie das Ding einfach da reinknallt. So, noch drei Stück. Jo, scheiß die Wand an. Da unten ist noch einer. Ich hab's auf der Karte gesehen. Ach, jo, zwei Stück, drei Stück. 1596 Millionen Sachen. Das ist optionale Missionsziel. Ich hab gedacht, wir müssen da jetzt durch den Tunnel durch, hä? Wir müssen da über eine Seilrutsche, die jetzt direkt rechts von uns hängt. Da hängt eine, aber wie sollen wir denn da hinkommen? Verstehe ich nicht. Wir können auch erstmal hier hochgehen. Wir gucken uns erstmal hier ganz, ganz genau um. Das wird wieder alles erkletterbare Wände. Jawohl, zerklüftete Wände haben wir. Kennen wir schon. So, guckt euch das mal an, wie gut wir sind. Wir sind voll die Profis. Da geht's auf jeden Fall dann auch noch weiter. Oh je, ich wollte eigentlich gar nicht weiterspielen hier. Also, ich wollte nicht weiterspielen. Ach, da unten ist der Remote. Oh, der ist da unten. Ja gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück, würde ich sagen. Ich würde schon erst gerne noch die anderen Faxen fertig machen. Bevor wir da unten jetzt so das optionale Grab und so Geschichten, wisst ihr. Erstmal hier bergab. Jawohl. Das optionale Grab ist wichtig und diese Remote-Controller, die Dietrich-Geschichten... Das alles finde ich gerade doch irgendwie sehr wichtig. Jo, hier, das kann man auf jeden Fall nicht übersehen, das Teil. Das machen wir locker. Bam, Kommunikationsausfall Nummer 3 von 5. Oh,
Hallo? Hallo? Karte aktualisiert, interessante Orte entdeckt. Fehlende Ausrüstung, ab diesem Punkt erfordert Fortschritt. Sprengladung. Ah, verdammt. Hätten wir vielleicht auch schon mal bauen können. Da oben geht's auch noch. Ah. Hoch. Schneller, Lara, schneller. Wir haben keine Zeit. Was gibt's denn hier? Warum kann man jetzt hier hochklettern? Aufs Dach vielleicht? Ja, okay, wir kommen aufs Dach. Okay, was gibt's auf dem Dach? Nichts, wir fallen runter. Dumm. Was für ein Teil finden wir? Waffe? Halbautomatische Pistole, 3 von 4. Sehr geil. Deswegen habe ich auch diesen Revolver übrigens nicht gepimpt. Weil ich mir gedacht habe, wir bekommen wahrscheinlich jetzt demnächst sowieso die Halbautomatik. Deswegen, finde ich, sollten wir uns die Teile sparen. Das wäre dann nämlich nicht so eingängig schleulisch. Ich frage mich manchmal, warum man da jetzt hochklettern kann. Das ist doch voll unsinnig. Was wollen wir denn da oben? Also nicht hier, sondern da diesen Baum hoch. Da kann man jetzt auf 3 Punkte hoch und dann, wohin soll man denn dann? Ab diesem Punkt, wieder was zu lesen. Ein komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Oha, was ist das denn? Also ich meine, ein Spielzeug hast du ja gerade gesagt, aber was spielt man damit? Und was können wir jetzt hier anklicken, dass sie jetzt hier irgendwas noch zu sagt? Es gibt ja immer irgendwelche interessanten Infos. Anscheinend haben wir nicht das Glück, es sofort zu finden. Nee, okay, aber ich weiß nicht, was das für ein Spielzeug sein soll. Wenn ihr sowas schon mal gesehen habt, das macht doch bestimmt Krach einfach nur, das Ding. Naja, okay. Fehlende Ausrüstung auf diesem Punkt, der Seilfall, ja toll, Seilfall. Wieso? Da muss man ja nochmal 100 Mal zurücklaufen. Aus dem, also wenn man jetzt dann die nächste Ausrüstung hat, muss man wieder hierher kommen, um wieder irgendwas. Das macht das Spiel nicht offener, sondern einfach nur ein bisschen, naja, dümmer, meiner Meinung nach. Meiner unbedeutenden Meinung nach natürlich. Oh, das hätte jetzt fast wehtun können. Also hier ist ein Grab. Da ist ein Grab. Oh jo, wie viel Gräber. Da ist auch noch ein Wandgemälde, das haben wir noch gar nicht gesehen. Krass. Hm. Das Wandgemälde. Also Gräber haben wir jetzt irgendwie, sind wir jetzt voll dran vorbeigelaufen, habe ich das Gefühl, ja. Also an dem hier, an dem in dem Haus hier. Aber wo ist dieses Wandgemälde, das verstehe ich noch nicht so ganz. Haben wir das einfach völlig verblickt? Und wo ist der Eingang zu dem geheimen Grab? Ich meine, ja, es ist geheim, das ist mir schon bewusst. Das müsst ihr mir nicht nur extra erklären, aber vielleicht unten noch irgendwo. Gräber sind ja immer irgendwie nach unten im Normalfall. Im Normalfall. Das muss aber nicht heißen, dass es hier auch so ist. Okay, wir sind sowieso voll aufmunitioniert. Hätte ich gedacht, dass wir vielleicht unten durch das Haus durch reinkommen, aber nee. Da soll das jetzt nach oben gehen. Ah, das ist bestimmt hier mit diesen Faxen da, wo wir schon vorhin dran waren. Aber noch nicht uns erklären konnten, wie das funktionieren soll. Ah, ich hab was entdeckt. Ich hab was entdeckt. Alter, nein, jetzt springst du wieder runter. Da drauf und dann da hoch. Danke. Da haben wir auf jeden Fall wieder ein Wandgemälde. Du hast allen voran den Stern des Fortschritts entzündet. Es rühmt die Kosmonauten. Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. Finden Sie einen nahegelegenen Eingang. Ah ja, das Problem. Aha, naja, das nehmen wir doch mal den, oder? Freunde, nehmen wir doch einfach mal den Eingang. So, nur mal so zum Testen. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Erforsche Sie die Höhle der Sowjetanlage. Sowjetanlage. Wow. Alter Falter. Die Penner, ey. Die Penner. Greifen die mich hier einfach an, so von der Seite. Aber den haben wir dir gegeben. Wir lassen uns ja hier nicht verarschen. Wir lassen uns auf jeden Fall nicht verarschen hier. Das wäre jetzt noch zu schön. Oh, haben die mich aber ganz schön erschreckt. Das muss man denen lassen. Also das ist gut, hier gibt es auf jeden Fall Pilze. Die Pilze sind ja sehr praktisch. Und da haben wir wieder dieses Erz, mit dem wir Sprengladungen herstellen können. Also, irgendwann später mal, wenn wir es geskillt haben oder so. Und wir haben eine Kartenaktualisierung.
Sehr nice. Dokumente, Geheimnisse. Oh, da ist Herausforderung ins Dunkel. Da sind wir doch gerade gewesen. Eine von fünf Höhlen. Ach du Heiliger, was ist das denn hier alles? Relikte. Oje. Da haben wir noch ein Dokument, das wir noch nicht entdeckt haben. Ach du Heiliger, wir haben jetzt so viel zu tun, Leute. Das ist der Oberhammer. Aber wir sind ja auf einem. Wir sind ja auf einem sehr, sehr guten Weg, wie ich finde. Und jetzt machen wir uns erstmal wieder hier aus der Höhle raus und dann geht's weiter. Ah, wieder nur ein Grafikfehler, okay. Und dann geht's weiter mit den, mit diesen Frequenzdingern, ne? Ja, würde ich sagen.